wütend. Nou, Sennheiser präsentiert auch Frühling eine ganze Reihe neuer Kopfhörer. Zu denen gehören die vier Modelle von der RS-Serie. Sie übertragen Musik per Funk an Kopfhörer. Im Zentrum steht der RS-195. Er tut die Einschränkungen, die es beim Hören kann geben mit dem Alter, in verschiedenen Varianten kompensieren. Sennheiser wird aber nicht nur bei der Generation 50+ bekannt sein, sondern auch bei den jüngeren Leuten. Wie das der Mike Robbe, der PR-Verantwortliche von Sennheiser, sagt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die Serie Urbanite entwickelt. Es ist ein Kopfhörer mit einem urbanen Design, der sich an 18- bis 35-jährige Leute richtet. Er hat einen kräftigen Bass, ist aufwendig gefertigt, es gibt ihn als Over-Ear- und Around-Ear-Version. Und neu ist der Urbanite XL auch als drahtlose Variante mit Bluetooth erhältlich. Modern designt ist auch die Momentum-Serie. Das ist ein Kopfhörer, den es ebenfalls als On-Ear- und Around-Ear-Variante gibt, und zwar jeweils in verschiedenen Farben. Neu ist der Momentum 2, ebenfalls ein drahtloser Kopfhörer, der sein Signal vom Smartgerät via Bluetooth empfängt. Beim Momentum 2 gibt es jetzt neu auch einen Klappmechanismus, der es erlaubt, den Kopfhörer eng zusammenzupacken, sodass man ihn gut mitnehmen kann. Gefertigt ist er aus hochwertigen Materialien. So ist der Bügel aus Stahl, und die Ummantelung und auch die Ohrmuschel ist aus Alcantara. Das ist ein atmungsaktives Material, das erlaubt, den Kopfhörer auch lang zu tragen, ohne dass man hier in grosse Schwitzattacken ausbricht. Überzeugt von der Qualität von Sennheiser ist auch der DJ Bobo. Er ist ein sogenannter Endorser. Das heisst, seit 10 Jahren wird er in seinen Bühnenshows ausgestattet von Sennheiser mit drahtlosen und drahtgebundenen Mikrofonen und auch die In-Ear-Monitoring-Systeme, die drahtlosen Kontrollmonitor im Ohr, werden von Sennheiser geliefert.